Sternzeit 4500.4. Wir haben vom Sternenbund die Aufgabe bekommen, Botschafter Zock von Gok in seine Heimatwelt Gogonia zurückzubringen. Die Reise dorthin ist lang und beschwerlich, aber der Botschafter ist bei uns in guten Händen. Mit viel zu kurzen Armen. Mr. Brot, bitte! Computer, letzten Eintrag löschen. Wir werden gerufen. Nachricht auf den Schirm. Guten Tag, Captain Briegel. Mein Name ist Botschafter Zock von Gok und ich wäre jetzt bereit, mich auf Ihr Schiff beamen zu lassen. Es ist uns eine große Ehre. Wir werden Sie umgehend an Bord beamen, Herr Botschafter. Mr. Brot, Lieutenant Chili, bereiten wir unserem Gast einen würdigen Empfang. Mr. Brot, brauchen Sie eine extra Einladung? Beamen Sie unseren Gast an Bord! Warum rege ich mich eigentlich auf? Ich bin ja versichert. Ach du meine Güte! Der Botschafter hat sich während des Beams aufgelöst! Mr. Brot, was haben Sie denn gemacht? Ich habe das getan, was ich immer tue, wenn ich eine Konsole nicht verstehe oder meine Arme zu kurz sind, um sie zu bedienen. Ich dotze mit dem Kopf drauf. Hier ist nochmal Botschafter Zock von Gok. Würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, auch den Rest von mir raufzubieten, oder soll ich weiterhin in Unterhosen im Konferenzsaal des Sternbundes stehen? Das wird ein Nachspiel haben. Logbuch-Nachtrag. Der Botschafter ist wohlbehalten an Bord gekommen. Um das Eis zu brechen, habe ich ein kleines Festessen veranlasst. Mein lieber Herr Botschafter, ich möchte mich nochmals für die kleine Panne vorhin entschuldigen. Aber wenn ich Ihnen das sagen darf, Sie machen selbst in Unterwäsche noch einen höchst majestätischen Eindruck. unser Kommunikationsoffizier Mr. Brot möchte es sich nicht nehmen lassen, die Nationalhymne ihres wunderschönen Planeten in ihrer Sprache zu singen. Das habe ich nie gesagt. Gut. Knock, pock, pock. Knock, knock, pock, pock. Knock, pock, pock. Knock, knock, pock. Knock, knock. Knock. Na, wie fanden Sie das? Er hat davon gesungen, dass meine Großmutter eine Ente mit Namen Gabi wäre und sich gerne mit Essiggurken bewerfen ließe. Tja, da haben Sie aber eine originelle Nationalhymne. Respekt. Und nun drei Salutschüsse zu Ehren unseres Gastes. Hip, hip! Hurra! Ich hol schon mal den Erste-Hilfe-Kasten. Computer, Logbuch, Nachtrag. Der Botschafter hat seine Kabine bezogen. Wir werden uns bemühen, ihm einen sicheren Schlaf zu garantieren. Brandsicherung, Sektor 1 klar, Sektor 2 klar, kein Brand im Gastquartier. Eindringlingsalarm, Sektor 1 klar, Sektor 2 klar, kein Eindringling im Gastquartier. Keine Sorge, Herr Botschafter, keine Sorge, das war nur eine Übung. Man muss ja auf alles vorbereitet sein, nicht? Wenn man einen so hohen Gast hat. Naja, so sind wir, immer auf Zack. Genau, immer bereit. Braucht hier jemand was gegen Kopfschmerzen? Dachte ich mir doch. Sternzeit 1000.
Wir haben den Planeten Gorgonia erreicht. Der Botschafter hat es während dem Rest der Reise vorgezogen, in seiner Kabine zu bleiben, wahrscheinlich um dort in Ruhe zu arbeiten. Verzeihung, Sir. War es nicht so, dass der Botschafter nach der 30. Notfallübung seine Tür verrammelt hat? Und geschworen hat, jeden zu zerstrahlen, der seinen Kopf durch die Tür steckt. Andere Länder, andere Sitten. Also, Computernachtrag, wir werden jetzt den Botschafter wohlbehalten in das Shuttle setzen. Sir, das Shuttle meldet, Underkammer erreicht. Es ist bereit, den Botschafter aufzunehmen. Nun machen Sie schon. Sir, wenn ich was bemerken dürfte. Moment, Mr. Boat. Mein lieber Herr Botschafter, ich hoffe, Sie fanden den Aufenthalt auf unserem Schiff genauso angenehm wie wir Ihre Anwesenheit. Das soll ja wohl ein Scherz sein. Jetzt schließen Sie die verdammte Luftschleuse, ich möchte nur bloß von diesem Schiff hier weg. Aber... Keine Widerrede, schließen Sie die Luftschleuse. Tja. Na, der war ja ein Grießkram. Tja, da sieht man's wieder. Hohe Stellung heißt nicht zwangsläufig gute Manieren. Und Underkammer A heißt nicht gleich Underkammer B. Sir, das Shuttle des Botschafters hat an Underkammer A angedockt. Aber hier ist Underkammer B. Ich wollte Ihnen das schon vorhin sagen, aber... Logbuch-Nachtrag. Trotz unserer Bemühungen sind die freundschaftlichen Beziehungen zu dem Planeten Gorgonia etwas abgekühlt. Ich würde eher sagen, schockgefrostet. Wir sollten jetzt besser schnell verschwinden, bevor sie ihn wieder aufgetaut haben. Energie!